Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde im Talk-Format, was jetzt auch schon seit längerer Zeit nicht mehr kam. Ich weiß auch nicht mehr seit wie lang das Format jetzt nicht mehr kam. Ist schon bestimmt Monate her locker. Ich würde schätzen 3 bis 4 Monate ist es bestimmt her, wo ich das letzte Talk-Video gebracht habe. Ich wollte eigentlich einmal pro Monat bis einmal pro Woche so ein Talk-Video bringen, aber aktuell ist bei mir so ein bisschen der Wurm drin und darüber möchte ich jetzt gerne so ein bisschen reden, warum jetzt in der letzten Zeit so wenige Videos kommen. Als erstes möchte ich gerne bei den Games anfangen. Einerseits sind die Games auch teilweise der Grund, warum jetzt auch schon seit längerer Zeit wenige Videos kamen, weil aktuell läuft ja das Game Layers of Fear 2. Ist ein Horrorspiel, wollte ich ja spielen, weil ich wirklich mal die Erfahrung machen wollte mit Horror-Games, wie ist es so? Und es ist zwar schön, aber nach diesen, ich weiß nicht, warum ich mich so reinsteige in diese ganze Horror-Sache, weil irgendwie nach jeder Aufnahme von Layers of Fear 2, von diesem Horror-Game, ging es mir irgendwie nicht ganz so gut. Ich habe mich da irgendwie reingesteigert, war die ganze Zeit unter Druck irgendwie und ich habe keine Ahnung warum. Jedenfalls nehme ich deswegen wirklich selten das Game auf. Ich muss mal schauen, wann kam die letzte Folge? Die letzte Folge kam, oh, ich habe sogar noch eine. 3.9. Gut, weißt was? Wenn das Video rausgekommen ist, das hier kommt wahrscheinlich Freitag raus, Freitag 16 Uhr wahrscheinlich irgendwann, dann kommt morgen am Samstag um 16 Uhr Layers of Fear, Folge 6. Und ja, ich muss mal schauen, weil ich Layers of Fear wieder aufnehme. Generell habe ich jetzt schon seit etwa 2 Wochen nichts mehr aufgenommen. Das liegt einerseits wieder an einem Minecraft-Projekt. Es läuft aktuell Sun Valley. Da stecke ich teilweise meine Zeit rein. Was ich auch gut finde, weil Sun Valley ist ein schöner Server. Ist nicht so wie Minecraft, also nicht so wie der Kolle, wo dann in Minecraft abgerutscht ist und dann mit dieser riesigen, wahnsinnigen Idee zugrunde gegangen ist, was schade ist. Jedenfalls ist Sun Valley, also ihr könnt gerne mal reinschauen, und Sun Valley ist halt ein schönes Survival-Minecraft-Let's Play. Genau, ein schönes Survival-Minecraft-Let's Play. Richtig. Ich bin heute mal wieder so schlau. Ein richtig schöner Survival-Server. Ihr könnt da gerne mal draufkommen, schauen, wie ist das so, wenn er gut ist, könnt ihr gerne da spielen und mitmachen, was weiß ich. Jedenfalls, Just Cause 4 habe ich jetzt auch schon seit 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Ist ja klar, weil ich seit 2 Wochen generell nicht mehr aufgenommen habe. Ich weiß aber echt nicht, woran es liegt. Entweder habe ich teilweise so ein bisschen die Lust an Let's Plays verloren, was ich ja nicht hoffe, weil es kommen noch so viele Spiele dieses Jahr raus, wo ich gerne Let's Play davon machen würde. Blair Witch habe ich mir überlegt, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Blended 2 kommt ja, glaube ich, nächsten Monat. Nee, stimmt gar nicht. Im Oktober kommt das, glaube ich, raus. 3. Oktober oder 11. Oktober kommt Blended 2 raus. Da bin ich so richtig, auf das Game bin ich so richtig gespannt. Transport Fever kommt raus. Davon wird es wahrscheinlich auch ein Let's Play geben. Eigentlich wollte ich es in die Streaming-Kategorie abschieben, weil es ist halt praktisch auch ein unendliches Game, was man jetzt nicht in Let's Play durchspielen kann. Wollte ich halt so machen. Mache ich jetzt wahrscheinlich doch nicht, weil ich aktuell so ein paar Let's Play Mängel habe. Streams und so wird es regelmäßig einmal pro Woche geben, am Samstag und dann halt dann noch unter der Woche ein paar Streams. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, was. Dann, wenn ich halt Lust habe, wenn ich Bock habe, kommt halt mal ein Stream unter der Woche oder halt dann auch noch am Sonntag. Und ich muss mal schauen, dass ich... Ich werde es wahrscheinlich so machen. Samstag will ich eigentlich gerne meine normalen Streams machen, meine Hauptstreams, die ich auch geplant habe. Und da ist aber oft, da macht mir oft COCs eine kleine, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, da macht mir COCs so eine Strich durch die Rechnung, das wollte ich nämlich sagen. Weil ich halt gerne diesen Stream für den Samstag gerne planen würde, was jetzt rankommt, was für Games drankommen. Weil ich habe letzte Woche Samstag gestreamt, was kam da? Sea of Thieves. Was kam danach? Sun Valley, was ich gut fand. Aber ich möchte gerne diese Streams, ja, geplant haben, wo jetzt nicht Sea of Thieves drin kommt.
drankommt. So, Sea of Thieves kann von mir aus gerne absonder kommen. Werde ich wahrscheinlich so machen, dass ich einfach Sea of Thieves aus meinem Samstagsprogramm verbanne. Heißt dann praktisch, es würde es nur noch sonntags geben. Oder in allen anderen Streams kann es Sea of Thieves geben, außer in einem Samstagstream. Der Samstagstream wird der Hauptstream sein der Woche, wo man dann halt, ja, irgendwelche Games spielen, Minecraft, auf seinem Belly oder Tomb and Hospital oder Jurassic World Evolution oder zum Beispiel andere Games, die halt rauskommen, die man dann da anzocken können, die ich jetzt nicht gerne als Let's Play irgendwie verpacken will. Das werde ich dann dort machen. Und ich schaue hin und wieder mal auf den zweiten Monitor, weil da ist OBS. Ich habe es mir irgendwie angewöhnt, dass ich immer auf den zweiten Monitor rüber schaue. Ich weiß nicht warum, das ist ein bisschen doof. Weil ich halt die ganze... Ich müsste da auch eine zweite Kamera machen. Die eine schaut hierher und immer wenn ich rüber schaue, bewegt sich einfach das Bild rüber und dann schaue ich immer noch in die Kamera. Verstehst du? Und die andere Sache ist Sun Valley. Das Let's Play von Sun Valley. Ha, wie soll ich das jetzt erklären? Es kam ja vor einem Monat, ich kann mal kurz nachschauen. Ich bin ja aktuell bei Folge 2. Kam am 20.08. Keine Sorge, Sun Valley gibt es noch, auch wenn da die letzte Folge kam. Ich bin mir aktuell noch unschlüssig, ob ich jetzt Sun Valley als Streaming-Projekt machen soll oder als Let's Play. Das ist halt so die Sache. Als Let's Play könnte ich das gerne machen. Dann kommt aber wiederum LPMT in die Quere. Aber aktuell haben wir sowieso ein paar Zicken mit LPMT und Sun Valley, weil halt Valentin auch gerne bei Sun Valley mitmachen würde. Aber wir haben halt noch LPMT, das Projekt. Da stellt sich halt jetzt für uns die Frage, wie man mit LPMT weitermachen sollen. Es könnte sein, dass jetzt LPMT, der Herr dort auch schon seit längerer Zeit keine Folge mehr kam, pausiert wird. So sehr pausiert wird, dass wir vielleicht sogar Staffel, ich glaube, wir sind Staffel 3, gell? Staffel 3 beenden oder pausieren auf unbestimmte Zeit. Klar, vielleicht werde ich mal hin und wieder noch auf Sun Valley, auf FMT irgendwas rumbauen, aber vorzugsweise bin ich aktuell bei Sun Valley unterwegs und wir bereiten da aktuell das nächste Update vor. Sun Valley 1.0.1 wird demnächst released, seid ihr dabei, könnt ihr gerne dabei sein. Wahrscheinlich Freitagabend in der Nacht 0 Uhr, also seid ihr lieber nicht dabei, aber ihr könnt mal auf Samstag gespannt sein, da wird dann wahrscheinlich das Update dann draufgespielt mit den ganzen neuen Sachen, mit dem Trading, da könnt ihr dann Handelssachen bauen, andere Sachen und so weiter und so fort. Könnt ihr mal gespannt sein, das wird auf jeden Fall interessant werden. Und jetzt muss ich mir so ein paar Sachen aus der Nase ziehen, weil ich nicht ganz genau weiß. Ich habe mir halt, wie gesagt, wieder keinen Plan gemacht. Ich mache gerade alles wieder ein bisschen spontan. Was mir auch so ein bisschen gefehlt hat. Was mir wirklich ein bisschen gefehlt hat, weil ich gerne so ein bisschen über die Sachen rumrede. Wir werden gleich noch über andere Themen reden. Ich habe gerade irgendwie wieder Lust dazu, so ein Talk-Format zu machen. So ein Videoline. Jedenfalls, es wird weiterhin Let's Plays geben. Die Streams werde ich auch ausbauen. Das ist die einmal pro Woche als Hauptstream gibt Samstag. Und da halt noch ein paar unter der Woche. Let's Plays, es werden vor allem neue Games kommen. Ich muss mich wieder dran setzen. Ich schaue aktuell viel zu viel. Also ich habe ja Zeit. Ich will mich nicht rausreden. Ich will mich wirklich nicht rausreden, dass ich keine Zeit habe. Ich habe Zeit. Ich hätte Zeit, Let's Plays aufzunehmen ohne Ende. Ich habe Zeit, dass ich jeden Tag 6 Stunden Let's Plays aufnehmen könnte. Ich habe ja Zeit. Aber jetzt kommt die andere Sache. Diese Zeit, die stecke ich halt in Filme, in Serien, in Videos auf YouTube. Gar nicht mehr so sehr, weil aktuell bringen halt die ganzen Kanäle nicht mehr die Spiele oder nicht mehr so gerade aktuell die ganzen Games, die ich halt gerne sehen möchte. Wird sie wahrscheinlich wieder ändern in der nächsten Zeit. Jedenfalls stecke ich da halt aktuell die ganze Zeit rein und auch in den Server. Klar, der Server hier ist halt Nebensache, klar spiele ich da auch hin und wieder mal Survival. Ich muss jedenfalls mal schauen, dass ich da ein neues Survival-Projekt finde, was ich bauen könnte. Dass sie aktuell auch so ein bisschen schleifen. Ich muss da jedenfalls nachschauen. Und da stecke ich halt aktuell die ganze Zeit rein, die ich eigentlich in die Let's Plays stecken will, aber ich weiß es nicht. Und deswegen kommen keine anderen Games. Ich wollte eigentlich diese neue Spielstaffel machen, die ich ja Anfang des Jahres angefangen habe. Da habe ich ja
Da kam ja auch, keine Ahnung, 3 Monate kein Video mehr. Und dann habe ich ja die ganzen Videos, die ich ja vorproduziert hatte und generell aufgenommen hatte, einfach rausgeschmissen. Dann hatte ich ja die Idee, dass ich die Molle-Spiel-Staffel so die umdesigne, dass ich praktisch die Streams so verpacken werde, dass die dann praktisch in diese Molle-Spiel-Staffel einfließen. Heißt, wenn es jetzt ein Game gibt, das ich im Stream gespielt habe, das ich aber auch zeitgleich als Folge bringen möchte, als Folge in dem Sinne für die Molle-Spiel-Staffel, dann würde ich diesen Teil, diesen Bereich vom Stream, vom Game, halt in die Molle-Spiel-Staffel bringen. Da ist aber noch die andere Sache, es ist halt nicht gerade eine gute Qualität. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, die Molle-Spiel-Staffel weiterhin machen sollte, wie Anfang des Jahres, wie ich halt angefangen habe, mal aufnehmen, könnte ich machen. Ich hätte auch Lust dazu. Ich habe noch so viele Games, die ich gerne spielen möchte, die da auch wunderbar reinpassen würden. Aber es kommt auf die Samples an. Ich wollte ja eigentlich einigermaßen professionelle Samples machen. Und ich bin jetzt leider auch nicht derjenige, der gerne stundenlang Zeit in Samples investiert. Daher gehen die Samples halt bei den ganzen Videos so ein bisschen unter. Ich könnte gegenwirken, indem ich einfach mir wirklich Mühe bei den Thumbnails gebe. Ich habe auch schon versucht, die Thumbnails, dass halt andere Leute die Thumbnails machen, habe ich auch schon versucht. Hat eigentlich gut funktioniert, aber die machen das ja nicht zum Spaß. Die müsste ich ja dann auch theoretisch bezahlen als Thumbnail-Macher oder Cutter und so gibt es ja auch. Und das ist halt ein bisschen doof, da mache ich dann lieber selber die Thumbnails. Hab aber nicht so gute Ideen, wie ich die Thumbnails jetzt so machen könnte. Da muss ich nämlich nochmal schauen, wenn ich müsste mal probieren, wirklich einigermaßen bessere Thumbnails zu machen. Jetzt bei den ganzen Let's Plays, da passt es, da klatsche ich halt den Titel rein mit der Nummer und dann halt ein Bild von dem Bereich, vom Video eben, wo ich aufgenommen habe. Da passt alles. Aber bei den anderen, da will ich keine Zahlen haben, da will ich halt gerne so Effekte haben. Da muss ich mal schauen, dass ich nochmal so ein bisschen mehr im Bereich Thumbnails mich upgrade und dann macht es mir wahrscheinlich auch Spaß, Thumbnails zu machen für die Molle-Spielstaffel und dann können auch wieder geile Games kommen. Ich glaube, das mache ich. Ich teste mal irgendwelche Thumbnails zu machen und dann bringe ich das als Hahaha. Denn ich würde gerne in der Molle-Spielstaffel noch so viele Spiele spielen. Generation Zero würde ich gerne spielen. Life is Feudal würde ich da gerne mal reinbringen. Ich könnte da so viel reinbringen. Ich könnte da Transportfieber jetzt nicht unbedingt. Klar, könnte ich auch mal wieder reinbringen und da mal testen. Ich wollte eigentlich Two Point Hospital ein Let's Play machen. Spiele ich aber aktuell im Stream. The Universum habe ich auch im Stream gespielt. Terraria könnte ich in die Molle-Spielstaffel bringen. Stranded Deep könnte ich mal wieder reinbringen. Weil die Molle-Spielstaffel, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erklärt, ist praktisch die Staffel, wo ich dann dafür benutze, alte Games mal wieder anzuzocken, wie Stranded Deep, wo ich jetzt kein eigenes Let's Play davon machen möchte, wo ich dann wieder gezwungen bin, Let's Plays zu machen. Und Let's Test will ich auch nicht machen, weil das Spiel ja schon rausgekommen ist und ich das ja schon mal gespielt habe. Deswegen ist die Molle-Spielstaffel eigentlich die Staffel, die eigentlich so richtig geil ist dafür. Und da kann ich zum Beispiel auch Games testen, wovon ich auch jetzt kein Let's Play machen würde, die neu rauskommen, aber die ich auch mal gerne Let's Played habe oder ein Video davon gemacht habe. Das landet halt dann in der Molle-Spielstaffel. Genau dafür möchte ich gerne diese Staffel benutzen, so ein bisschen ausnutzen. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich sogar einen kleinen Thumbnail-Kurs bei irgendwelchen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auf YouTube irgendwelche Leute, die gerne die Thumbnail-Kurse anbieten oder mal gemacht haben oder so. Gibt es ja überall. Und dann schaue ich dort mal nach. Dann könnte ich das nämlich mal so ein bisschen machen. Und dann komme ich mal wieder mit den ganzen Let's Plays in Fahrt. Würde ich gerne bevorzugen. Das würde ich gerne machen. So.
Dann hätte ich jetzt, glaube ich, alles Wichtige gesagt vom Bereich Kanal, mit den ganzen Let's Plays, Videos, warum aktuell so wenig kommt, wo die ganze Zeit hinfließt. Und ich werde mal wieder mehr Zeit in YouTube investieren. Sollte ich wirklich machen. So. Dann kommen wir noch zu anderen Themen, wie zum Beispiel der Huawei-Ban. Klar. Warum rede ich jetzt darüber? Ich selber bin nicht betroffen. Ich finde es aber schade, was da sich schon seit längerer Zeit abspielt. Trump hat ja, also ich habe das Ding jetzt nicht mehr verfolgt, ich bin glaube ich noch auf irgendeinem älteren Stand. Jedenfalls hat der Trump gesagt, wenn China dieses Handelsabkommen Gedönse zustimmt, dann darf Huawei wieder von der Blacklist entgenommen werden und dann können sie wieder beliefert werden mit Prozessoren, können die Software-Sachen von Google und so weiter wieder benutzen. Leider ist das nicht so gekommen. Und jetzt ist es schon so schlimm geworden und an dem Punkt jetzt ist es an dem Punkt, wo Huawei das Mate 30 Pro, was sie erst vorgestellt haben, ich glaube auch das Mate 30, das Lite stellen die ja, glaube ich, immer ein bisschen später vor oder gar nicht vor, das kommt wahrscheinlich nicht nach Deutschland, Europa wahrscheinlich auch nicht. Und es wird erst später released mit Android Open Source. Ohne Google Apps. Das ist natürlich die Sache. Wer möchte das gerne benutzen? Ein Gerät ohne Google Apps. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, man kann es benutzen. Ganz einfach. Damals die Windows Phones. Ich war so ein Windows Phone. Kein Hater. Ein Liebhaber. Ich hatte damals Windows Phones. Und ich habe es einfach geliebt. Und ich fand es so bescheuert, dass Google einfach nicht die Apps dafür rausgebracht hat. Klar, es wäre natürlich nochmal geiler gewesen, wenn man die Google Apps dafür gehabt hätte. Aber war leider nicht so. Heißt, ich hatte damals auf meinem Windows Phone kein YouTube, kein OneDrive, gar nichts von Google. Nichts. Ich habe alles über den Browser gemacht. War für mich jetzt kein Weltuntergang. Könnte ich mir heutzutage, glaube ich, nicht mehr so unbedingt vorstellen, weil ich habe ja jetzt ein Android-Gerät und da habe ich ja alles. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, warum Trump das macht. Ich habe gedacht, dass China jetzt zugestimmt hat irgendwie und dass es jetzt vom Tisch wäre, anscheinend nicht. Finde ich ein bisschen schade. So wie andere Themen. Aktuell Klimaerwärmung ist ja so ein tolles Thema, was ja schon seit längerer Zeit eigentlich existent ist, aber jetzt, weil man immer weiter an die Grenze kommt, man kommt immer weiter an die Grenze, wo man nichts mehr tun kann und dann, natürlich wisst ihr es selber, dann werden erstmal die Politiker aktiv und machen dann irgendwas, was die sowieso nicht umsetzen können und was sowieso nicht funktioniert, weil die viel zu spät dran sind. Ist natürlich klar. Machen die wahrscheinlich extra, einerseits wegen dem Geld, andererseits wegen der Dringlichkeit. Die Sachen, die dringend sind, werden zuerst gemacht. Die Sachen, die noch Zeit haben, die nicht so dringend sind, die werden irgendwann mal gemacht. Irgendwann mal. Die werden nach hinten geschoben. So wie jetzt die Klimaerwärmung. Oder der Regenwald brennt ab. Da gab es ja auch so eine Welle. Der Regenwald brennt. Ja, er brennt, aber damals hat er auch gebrannt. Der brennt schon seit Jahren, also nicht durchgehend, aber seit Jahren werden dort Waldrodungen gemacht. Und jetzt ist halt wahrscheinlich zum ersten Mal nach Jahren diese Information durchgesickert in soziale Netzwerke. Und dann wird natürlich die Bevölkerung wieder aktiv, weil die davon mitbekommen haben. Und davor interessiert es niemanden, weil die davor nichts mitbekommen haben. Davor ist halt so, ist ein bisschen schade. Aber so ist halt unsere aktuelle Bevölkerung. Social Media verbindet alles und jeden. Selbst meine Kloschüssel kann ich von hier aus steuern. Ist leider so. Vielleicht hat die sogar einen eigenen Account, da muss ich mir nachschauen. Wer weiß. Jedenfalls ist aktuell viel zu viel los auf diesem Planeten. Klar, wir werden es wahrscheinlich noch mitbekommen. Ob jetzt wir die Klimaerwärmung stoppen können, wahrscheinlich nicht. Ob die Gewitter schlimmer werden oder auch nicht. Bekommen wir denn mit? Sehen wir alles noch? Vielleicht, wer weiß, vielleicht die nächste Eiszeit, kommt schon morgen, whatever. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur über den Kanal reden, was jetzt aktuell so los ist. Und ich hoffe,
dass ich alles Wichtige gesagt habe. Und ich verspreche, dass ich wieder aktiv auf meinem Kanal werde oder aktiv war und wieder mehr Let's Plays bringe. Aber nicht so viele Let's Plays. Ich möchte gerne maximal 3 bis 4 Games gleichzeitig am Laufen haben von den Let's Plays. Kann ich zum Beispiel jetzt mit der Streaming-Sache extrem gut umsetzen. Extrem gut. Wenn es zum Beispiel 3 bis 4 Games aktuell laufen und meine Let's Play-Sammlung von den maximal 3 bis 4 Games voll ist, weil damals hatte ich, glaube ich, 7 Let's Plays gleichzeitig laufen, das war die Hölle, das war so die Hölle. Da kam von dem einen mal wochenlang nichts, dann kam von dem anderen Let's Play wochenlang nichts. Das war so die Katastrophe. Jedenfalls kommt es ins Spiel raus und die 3 bis 4 Plätze sind voll, kann ich einfach das Spiel, auch wenn ich so gerne davon Let's Play machen würde, es einfach im Stream spielen oder ich warte einfach mit dem Game. Das sind nämlich die 2 Optionen, die ich aktuell habe, worüber ich extrem froh sein kann und bin, dass ich die Möglichkeit habe, wenn es zum Beispiel 4 Let's Plays laufen, die einfach im Stream spiele, die Games, die da nicht mehr reinpassen, oder eben mit den Games warte. Warten ist ein bisschen blöd, aber ich muss ja auch nicht immer der Erste sein. Klar, wäre es zwar schön, immer der Erste zu sein, aber ist halt nicht so. Und damit habe ich eigentlich jetzt alles Wichtige gesagt. Habe wieder ein Talk-Video gemacht, ein kleines Update rausgebracht über die aktuelle Situation vom Kanal. Und vielleicht werde ich dann sogar, weiß was, das ist auch immer so eine Sache. Ich denke mir immer, komm, nimm heute auf, ich bin motiviert, nimm auf. 5 Minuten später, nee, weißt du was, nein. Heute nicht. Morgen. Nimm morgen auf. Und schau heute noch ein paar Serien. Was ich gleich machen werde. Jedenfalls, nimm morgen auf. Da hast du ja noch genug Zeit. Ich werde es wirklich so machen. Ich habe gerade keine Lust, irgendeinen Let's Play aufzunehmen. Ich mache aber noch die Folge ready. Für Samstag. Am Samstag kommt Layers of Fear 2. Morgen. Wie viele Videos kann man eigentlich die Woche? Diese Woche kamen gerade mal, 2 Videos und einen Stream, einen 6,5 Stunden Stream. Deswegen seid ein bisschen zufrieden, könnt ihr den gerne anschauen. Und es kommen jedenfalls noch 2, einerseits das, was ihr gerade seht, und dann noch am Samstag das Horror-Game. Ein Völkchen davon muss ich mal wieder aufnehmen. Rennt mir wieder die Schwitze von der Stirn. Und Schwitze, was ist das denn für ein Wort? Schwitze, Schweiß, rennt mir wieder Schweiß von der Stirn. Und da könnt ihr euch jedenfalls in den nächsten Monaten oder Wochen, je nachdem, wenn die Games rauskommen, auf 2 bis 3 neue Let's Plays freuen, wo ich wirklich richtig Bock habe und wo dann auch regelmäßig Let's Plays kommen. Just Cause 4 ist wahrscheinlich ein Projekt, was mir schlimmer ist. Ihr müsst mal bedenken, wann ich Just Cause 4 begonnen habe. Letztes Jahr. Das kann ich eigentlich gerade gar nicht glauben. Ich habe Just... Das ist zu lächerlich. Das ist lächerlich. Ich habe vor einem Jahr Just Cause 4 begonnen, das Let's Play. Als Let's Play. Und es läuft immer noch. Und ich habe die halbe Karte noch nicht mal abgecheckt. Ich habe das halbe Game noch nicht mal durch. Bin bei Folge 47. Es läuft schon ein Jahr. Naja, hab ich gesagt, dass... Nein, habe ich glaube ich nicht, aber naja. Da muss ich mal schauen, dass ich mal wirklich das Wochenende durchgehend aufnehme, 48 Stunden durchgehend aufnehmen, PC qualm, Festplatte explodiert, quillt über. Ich werde einfach auf die 128 GB Festplatte 2,3000 Terabyte draufziehen, das wird schon gehen, da muss ich halt ein bisschen anbauen, das wird aber locker funktionieren. Ich muss aber wirklich mal schauen, dass ich von Just Cause 4 regelmäßiger Folgen raushau und dafür viele Folgen raushauen, weil ich will das Game mal fertig kriegen. Auch wenn es so schön ist,
ich will es mal fertig machen. Dann können wir es vielleicht irgendwann mal im Stream wieder spielen, wenn wir Lust haben, irgendwas in die Luft zu jagen. Jedenfalls, ich will das Game so unbedingt fertig bekommen. Ich will es nicht noch ein Jahr da dranhängen. Ich habe jetzt für die Hälfte des Spiels ein Jahr gebraucht und brauche ich für die andere Hälfte des Spiels nochmal ein Jahr. Nächstes Jahr bin ich dann fertig. Sehen wir uns dort wieder. So, aber in diesem Sinne würde ich gerne sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem nächsten Talk-Video. Vielleicht kommt es sogar nächste Woche. Oder aber auch erst in einem halben Jahr wieder. Keine Ahnung. Jedenfalls, Let's Plays kommen. Streams kommen. Seid gespannt. Freut euch drauf. Je nachdem, die, wo sie halt auf freuen werden. Die praktisch das hier gesehen haben und mein Content lieben. Was aber aktuell nicht so der Fall ist, weil, ja, keine Ahnung. Aber ja, darüber habe ich auch schon oft genug geredet. Ist mir jetzt egal. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.